Der Sozialminister ist am Wort, Johannes Rauch, die Grünen. In einem ersten Schritt erstens einmal zur Kenntnis zu nehmen und anzuerkennen, dass der Handlungsbedarf hoch ist und das seit vielen Jahren. Und das war ja der Punkt, warum wir in einem ersten Schritt entlang der Notwendigkeit gesagt haben, wir müssen es einmal schaffen, alle, die wir im System haben, dort zu halten. Und das bedeutet oder hat bedeutet, die Anreize auf der gehaltlichen Seite zu verankern. Damals war die Kritik, ja, okay, ist aber nur für 2 Jahre, hilft nichts. Jetzt dauerhaft im Finanzausgleich verankert. Zweiter Punkt. Diejenigen, die dort arbeiten, ihren Kompetenzen auch ernst zu nehmen. Das heißt, die Handlungsmöglichkeiten von ausgebildetem Pflegepersonal auszuweiten. Das heißt, nicht überall einen Ärztevorbehalt zu haben und es pflegenden Personen, die eine gute Ausbildung haben, auch zu ermöglichen, dieses Potenzial auszuschöpfen, was den Ablauf in der Pflege unendlich erleichtert. Und wir haben es auch jetzt hinbekommen, dass beispielsweise die Einstufungen, wenn es um Pflegegeld geht, was ein komplizierter Akt war, und die Wiederverlängerung und die Verlängerung dieser Pflegeeinstufungen auch von diplomiertem Personal vorgenommen werden kann. Das sind alles Maßnahmen und Schritte, die dazu beitragen, das System sicher zu machen. Wir haben, und das ist der nächste Punkt, entlang der Devise ausbilden, was immer geht, das Pflegestipendium mit 1.400 € verankert, die Zuschüsse mit 600 €, wenn man studiert. Also das zeigt auch Effekte. Ich kann Ihnen sagen, der Andrang an die Ausbildungen bis hin zur Pflegelehre ist groß wie nie, weil Menschen gemerkt haben, da wird was getan, um den Beruf attraktiv zu machen, attraktiv zu halten und das auch am Boden zu bekommen. Ein komplett unterschätztes Projekt ist in meinen Augen das sogenannte, es gibt leider kein gescheites deutsches Wort dafür, es nennt sich Community Nurses. Das ist ein Projekt, wo aufsuchende, nachgehende, pflegerische Arbeit geleistet wird in Haushalten, verteilt über ganz Österreich mit 180 Pilotprojekten, was einen enorm präventiven Charakter hat, wo es darum geht, sich Haushaltssituationen anzuschauen, präventiv in der Sturzprävention tätig zu sein, ist inzwischen ein Vorzeigemodell auch auf europäischer Ebene, auch das jetzt im Finanzausgleich dauerhaft abgesichert. Was wichtig ist festzuhalten, ist ein dritter Punkt. Ja, es wird notwendig sein, neben der besseren Bezahlung in der Pflege, neben der Absicherung der pflegenden Angehörigen, auch die Qualitätssicherung der 24-Stunden-Betreuung, das ist ausgebaut worden, auch die nachgehenden kontrollierenden Hausbesuche sind ausgebaut worden. Wir werden in der Pflege Zuwanderung brauchen. Das ist ein Punkt, den man nicht beiseite schieben kann. Es wird uns nicht gelingen, keinem einzigen europäischen Mitgliedstaat wird es gelingen, das Pflegekräftepotenzial, das wir brauchen, aus eigenem oder innerhalb von Europa zu gewinnen. Und wer, und ich sage das dazu, eine Festung Österreich errichten will, der muss den Menschen auch dazu sagen, in dieser Festung Österreich wird dann keine angemessene Pflege mehr stattfinden, weil die Leute nicht da sein werden. Und der letzte Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, weil der Kollege Racker gesagt hat, im Ausschuss noch deutlicher als jetzt hier im Plenum, also man möge die Bundesländer an die Kandare nehmen. Also nachdem Österreich ein verfassungsrechtlich föderaler Staat ist und ich an die Verfassung gebunden bin, kann man sich das zwar wünschen, das wird sich aber in der Realität nicht ausgehen. Das heißt, aufgrund der geteilten Zuständigkeiten, die wir in der Pflege haben, war es notwendig, mit den Bundesländern in entsprechende Verhandlungen einzutreten. Das war mühsam, das ist gelungen. Das wird auch kooperativ abgewickelt in Form einer Pflegeentwicklungskommission, die, ja, das ist die Zielsetzung, die Standards österreichweit in etwa gleichziehen will. Also unterm Strich, angenommen die Herausforderung, viele Schritte umgesetzt und nein, wir sind nicht am Ende der Agenda angelangt. Das ist weiter zu betreuen und auszubauen und genau das wird passieren. Ich danke Ihnen.